13. Dezember, 13. Tür. Hallo Freunde des frühmorgendlichen Bauspaßes, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Stefan. Und wenn es gut läuft, macht ihr eben genau wie alle anderen auch wahrscheinlich frühmorgens diesen Adventskalender immer brav Türchen für Türchen auf und freut euch über die Kleinigkeit, bevor es dann mit dem Tag richtig losgeht. Das wäre doch schön, wenn wir das zusammen erleben könnten, oder? Genau, heute 13. Dezember, das heißt 13. Türchen. Nicht lang schnacken, ran da. Hier oben relativ mittig positioniert und wir kriegen ein Festmahl. Das ist fein. Mich lacht auch direkt ein bedruckter Keks an und Flammenteile und Kerzen und ach, toll. So, hier ist wieder so ein bisschen Thema mit, wie baut man es eigentlich? Da muss ich luschern. Okay, das Fundament sind hier diese Tan-Winkel-Giebel-Dingsies, keine Ahnung, wie man die nennt, die haben mit Sicherheit einen Namen und der ist cool. Da haben wir zumindest schon mal unseren Tisch. Da drauf kommt ein Teller. Auf den Teller kommt dieses braune Gedöns. Ich schätze mal, dass das eine Art Kuchen darstellen soll. So, darauf kommt dann Blätterwerk und Kirschen. Wie man das kennt, ne? Auf einer richtig guten Torte haben wir oben in jedem Fall auch immer ein paar Blätter drauf. Gucken aber in eine andere Richtung, sehe ich gerade. Und scheinbar habe ich die Kirschen auch verloren. Oder die Kirschen haben mich verloren. So genau weiß ich das jetzt in der Reihenfolge auch nicht. Wir ziehen es durch. So, dann haben wir einen Keks, eine Kerze und einen Becher. Alles klar. Keks. Die Kerze wird auf eine 1x1 Roundplate in Gold gesetzt. So, Flamme oben drauf. Und ein Becherchen mit Deckel davor. Und zack, fertig. Das Weihnachtsfestmahl. Und ein bisschen Ersatzteil. Ist doch süß, oder? Machst du original nichts mit wahrscheinlich, aber ist irgendwie süß. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß und ich freue mich darauf, wenn wir uns morgen wiedersehen. Daumen, Abo, Glocke. Ich erwähne das jeden Tag. Bis morgen. Macht's gut.